Ja, hallo und herzlich willkommen zu Klein Marketing, Experte für die Neukundengewinnung in der IT-Branche. Und heute möchten wir mal das Thema aufgreifen. Der Herbststurm steht an. Wir schreiben den 20. September 2021 und im Herbst, wir wissen alle, im Quartal, im vierten Quartal, September bis Mitte Oktober, Mitte November meistens, manchmal auch in den Dezember hinein, stehen die Budgetplanungen an. Das heißt, da würden Projekte, also Budgets für Projekte, die dann, sagen wir mal, in die Realisierung gehen, 2022, also für das folgende Jahr, beziehungsweise Anbieterauswahl, Herstellersondierungen und so weiter. Also Herbst, der vertriebliche Herbststurm sozusagen, ist ein sehr, sehr, sehr starkes Quartal. Also alle Hersteller, Sales Manager wissen das, also sozusagen der Endspurt, das Jahresendgeschäft in Anführungsstrichen, ja. Und da bin ich von kleineren, jetzt wenn wir mal von kleineren IT-Unternehmen ausgehen, mittelständischen Unternehmen und so weiter, möchte ich mal ganz ein paar Fragen beantworten zum Thema CRM, ja. Die drei Hauptfragen, die ich am häufigsten, ich habe es mal ausgewertet, am häufigsten gefragt werden zum Thema CRM von kleineren IT-Unternehmen, sind der Implementierungsaufwand. Ja, Implementierungsaufwand kann sein von 6 Stunden bis zu 6 Monaten länger. Das heißt, heute hast du mit allen großen gängigen CRM-Systemen wie Salesforce, wie Dynamics, Microsoft Dynamics, wie auch SAP CRM, C4 und so weiter, gibt es ja eine Vielzahl. Ja, letztendlich so viel vordefinierte Module, ja, auf Branchen bereits angepasst und, dass du letztendlich, wenn du in der Regel, wenn du, desto kleiner du bist, desto weniger Customizing, bis fast gar kein Customizing du eigentlich benötigst, zumindest am Anfang, ja. Also wenn du ein Unternehmen bist mit nur 50 Mitarbeitern oder sowas und hast keine, bist ein Dienstleister, hast keine komplexen Produktionsprozesse, Logistik und so weiter, dann kein E-Commerce oder sowas, und bist reiner Dienstleister, ist das eigentlich relativ easy. Ja? Das heißt, das ist wirklich überschaubar. Also der größte Kostenpunkt sind eigentlich die Lizenzen und das ist wirklich alles. Ja? Also das ist heutzutage überhaupt kein. Wenn du irgendwie ein CRM von einem Hersteller vorgestellt bekommst, wo die Implementierung, sagen wir mal, der als Standard, ja, mit den Standardfunktionen wie E-Mail-Integration, Telefonintegration, Angebotserstellungsintegration aus dem CRM heraus und so weiter, wenn das einen Riesenaufwand bedeutet, dann ist es vielleicht das falsche Tool. Ja, wir schreiben das Jahr 2021. Das sollte alles ganz easy eigentlich sein, ja, und vorprogrammiert, ja. Wirklich die guten großen, auch HubSpot und so weiter, großen CRMs wie Salesforce CRM, ich habe schon gesagt SAP CRM, Dynamics CRM, Microsoft CRM, auch Siebel und HubSpot, auch Pipedrive, die haben das alles schon pre-built sozusagen. Ja. Das heißt, die zweite Frage, die wir gestellt bekommen, die KPIs. Also KPI ist ganz wichtig, ist für jeden vielleicht ein bisschen anders. Ja. Aber davon unabhängig ist es ganz wichtig, dass ich die am Anfang eben definiere. Ja. Zum Beispiel, ab wann ist ein Lead eine Opportunity? Ja. Ab wann ist ein Lead ein Lead? Ja. Was ist ein Hot Lead? Was ist sozusagen also sozusagen A, B, C? Ja? Was ist ein A-Lead? Was ist ein B-Lead? Was ist ein C-Lead? Dass ich das genau definiere. Weitere Definitionen. Area Code zum Beispiel. Also wenn ich eine Vertriebsmannschaft habe, ein Vertriebsteam. Ich muss klipp und klar vorweg definieren, welcher Vertriebler ist für welchen Account zuständig. Also ganz wichtiger Begriff ist der Account Owner, also der Besitzer eines Accounts, dass es da keine Missverständnisse gibt zwischen den Vertrieblern, weil da gibt es nur Zwietracht, da gibt es nur Uneinigkeiten und überall da, wo sagen wir mal, Verwirrtheit herrscht, ja, leidet die Performance. Das ist immer so. Ja. Also
wirklich vorweg alles klipp und klar, so klar wie Kloßbrühe, ja, definieren und dann erst starten mit dem Ganzen, ja. Angebotserstellung, ja, auch eine Frage, die häufig erstellt wird. Wenn du jetzt eine Firma bist, die zum Beispiel Hardware und so weiter verkauft und du hast ein Warenwirtschaftssystem aus dem ERP heraus und dort sind halt einfach viele Produktdaten, viele Stammdaten vorhanden und so weiter, dann kann es natürlich sinnvoll sein, dass du deine Angebote aus dem ERP heraus erstellst und musst nicht alle Daten erstmal in deinen CRM reinladen. Das hängt immer vom Einzelfall ab. Es kann sinnvoll sein, dass du deine Angebote, wenn du zum Beispiel ein reiner Dienstleister bist, sofort aus dem CRM heraus generierst. In der Regel hast du vielleicht gar kein ERP. Ja. Und wenn du aber ein ERP hast, muss man halt genauer hinschauen. Also es kann so oder so kann Sinn ergeben, hängt vom Einzelfall ab. So, das waren die drei Fragen, die ich sehr häufig gestellt bekommen habe in den letzten Zeiten. Auch noch weitere Fragen. Wenn dich das weiter interessiert, das Thema, dann schreib mir bitte unten kurz einen Kommentar rein. Interessiert mich noch mehr davon oder so weiter, ja. Und dann mache ich dann noch mal ein paar detailliertere Videos dazu. Ich denke, es ist ein sehr wichtiges Thema, zumal ja teilweise auch größere Firmen immer noch kein CRM haben, ja. Also ist auch noch ein ziemlich großer Aufholjagd sozusagen, ja, in Deutschland generell, ja. Also ich glaube, dass in den USA kein Unternehmen, das irgendwas produziert, noch kein CRM hat, das glaube ich weniger. Die sind da einfach, der Markt dort ist wesentlich gesättigter wie in Deutschland, ne? Okay, so viel, so weit, so gut. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein von ja, Klein Marketing Consulting. Bye bye.